hast nicht gerade wirklich mein fucking Blumen genommen. Geh bitte einfach weg, Thresh. Ich will dich hier nicht. Scheiß. Oh mein Gott, wie. Es ist toll mit uns, Spieler. Und er nimmt mein scheiß Blumen weg. Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht mehr. I wonder if anyone's in chat. Hello? Hello? There are so many weirdos here. It's awesome. Whoop. Wanna see something neat? Ich bin gegen einen Vladimir und gegen einen EONE-Spieler. Cringe. Damn, hätte ich meinen ersten Flash nicht gefailt, hätte ich zwischen die beiden flashen können und die Graves Auto-Attacks blocken. Bisschen Fail-Flash von mir an der Stelle. Albert. Ist ein guter Trade. Gerade wenn man Double Buff hat, sollte man immer für Trades gehen. Das einzig Wichtige ist, dass ich hier nicht sterbe und mein Double Buff wieder an die abgebe. Okay, ich war mir ziemlich sicher, dass ich das treffen würde, aber ist okay. Sometimes you just take the L. Botlane ist schon mal tilt. Schön. Ich weiß nicht, warum der Fisch da nur eine Lettern. Der Fisch kann ruhig, wenn er schon Mitte die ganze Zeit ist. Auch mal für einen Hook gehen und so und nicht nur die ganze Zeit für eine Lettern schmeißen. Das machen alle Fresh Mains, ey. Das ist halt so ein Infanterie. Ich weiß nicht, meine Botliner zum Turbo griefen. Okay, jetzt go mit.
Ja, geht. Ja. Also was läuft denn der Elo hier rum? Okay. Muten jetzt einfach. Okay, die diven jetzt Botlane, dann werde ich damit hingehen. Wie da. Oh, wir holen uns nicht des Ludens. Sonst verliere ich mein Lost Chapter. Und gerade so early Level will ich das gerne noch behalten für den Mana. Außerdem ist Mobility gar nicht so bad. Wait, unser Toplane ist gestorben. Wer hat meinen Kill bekommen? Die Miss Fortune. Ist auch nicht gut. Oh mein Gott. Du hast nicht gerade wirklich mein fucking Blumen genommen. Geh bitte einfach weg, Thresh. Ich will dich hier nicht. Scheiß. Oh mein Gott, wie. Es ist dumm mit uns, Spieler. Und dann mein scheiß Blumen weg. Ich verstehe es nicht. Ich kann nicht mehr. Oh. Und meine Kette ist wieder tot. Ah, ich kann nicht mehr. Kann mich bitte irgendjemand befreien? Spotlane weg. Okay. Jetzt gehen wir noch deppen. Okay. Kann jetzt da sterben. Schön. Komm, bis hinten deinen Shutdown gibst du auch noch weg. Weil es so viel Spaß macht. Gegen den Tower halt nicht. Hier ist noch jemand. Vielleicht nochmal sein Backcourt ab. Warum gehe ich dafür? Scheiß Schildbohr-Abuser, Mann. My bad. My bad. Schildbohr-Abuser. Habe ich nicht gesehen. Oh, mein Jone hat zu viele Chromosomen. Scheiße. Warum hat er so viele Chromosomen? Kann denn bitte jemand eine Chromosom wegnehmen? Er hätte die alle töten können, aber er hat sich dazu entschlossen, die Luft zu ulten. Das war nicht so... nicht so schlau. Caitlyn ist 05, by the way. Da
Da sind mega viele Items, die ich gerne einsammeln würde. Ich weiß nicht, warum ich dafür gegangen bin, honestly, es war end. Genauso wie das hier. Ich weiß, du bist Lee Sin und so, und der Champion ist broken, aber so broken und auch wieder nicht. Weil ich jetzt eh kann ich sie halt töten. Ah, sie läuft nochmal hoch. Naja. Oh, Caitlyn. Wurde gedived. Hat sie gut gespielt anscheinend. Oder der gespielt hat schlechter, guess. Ist Fortune. First Blood Turret. Oh. Das ist eine wilde Botlane. Wir sehen, dass Rakan wegläuft, Miss Fortune. Was sagst du dazu? Jetzt kommt er wieder. Wie ist er? Oh, schlau von ihm. Rakan moldet gerade. Der hat keinen Bock mehr, eine Miss Fortune Botlane zu gammeln. Schauen wir mal, ob wir irgendwann mal noch heute ein Game gewinnen können. Meine Q hat nicht connected. Tilting. Wäre sogar ein Shutdown gewesen und hätte richtig swagmäßig ausgesehen. Ja, wir machen jetzt hier so einen kleinen Inlane Ward Trick, damit wir sehen, wo die hinrotieren. Und dann stellen wir uns zu Yone, dem most broken champion on the Rift. Wird nicht geämmt. Ich dachte, er geht vielleicht auf mich, weil er denkt, ich würde oversteppen, aber ich habe einen Flashboy. Hi.
Hab Thresh nearby für eine Lantern und ich hab noch einen Flash. Ich will dir nur Angst machen, dass sie nicht weiter pushen, während ich kurz resetten gehe. Jetzt denken die, ich wäre noch auf dem Rift, dabei bin ich schon in der Base. Ich laufe jetzt wieder zurück zur Lane. Wenn wir Pro-Kontra-Liste aufstellen, dann haben wir auf einer Seite eine sehr gute Zoe und einen Yona und einen Lee Sin. Auf der anderen Seite haben wir halt fucking Vladimir, der Perma-Skillt. Und ein Team, was zusammenarbeitet als ein. Als eins. Und wir sind so, ja. Unser Botlane ist sehr useless. Bitte pushen. Okay. Bin just a little bit annoying gegen die. I'm just a little annoying. Ich carry gerade das Midgame komplett solo. Mein Team macht gar nichts. Ja, nix. Ich hoffe, das ändert sich demnächst. Weil das wäre schon useful, wenn ich ein Team hätte. Ich konnte meine E nicht aktivieren. Also wollte nicht meine E aktivieren. Weil die Caitlyn gerade gechased wurde. Und ich da mein E bereithalten wollte für den Fall, dass sie die braucht. Jetzt wird Mitte aber wieder auch nicht ideal. Wobei, ist actually gut für uns. Sie kommt komplett rein. Ich habe ihn getroffen. Ich spiele das schon nicht schlecht und der Lee Sin ist ein Süßi, dass er mich das heben will. War, glaube ich, aber nicht mal nötig. Ich hole mir den. Jetzt. Das bin ich ein bisschen sad. Ich
out, but I guess I'm a letdown. But it's cool, I checked out. Oh, you wanna be friends now? What's fun? Ah, was war das für eine Cat World? Dachte ich, aim für die Cat. Für die Miss Fox. Von mir. Ich hab den gesamten Miss Fortune Damage abbekommen. Da waren so viele Active Items, ich hätte wahrscheinlich wegprotobetten sollen, statt in die Miss Fortune rein. Ich dachte, wir kriegen die, bevor ich sterbe. Major 6 verloren, Shutdown abgegeben. Mein Sohn jetzt war auch ein bisschen early. Ich weiß nicht, ob... Ich hab dann mit Vladimir Damage noch abgeblockt, I guess. Das ist zumindest die Ult. Vielleicht hätte ich, hätte ich bestimmt besser einsetzen können. Wir holen uns hier den Pot, weil wir gleich für den die Soul fighten und das ist nochmal wichtig. Ich hätte Miss Fortune haben können. Good job. Ich dachte, ich krieg beide, to be honest. Gefällt mir eigentlich. Weißt du, durch dieses ganze Hin und Her kriege ich sogar jetzt noch den Bock. Sehr, sehr Bock. Zwei Level über Vladimir, obwohl ich eigentlich die ganze Zeit nur Teamfighter und nicht Sidelaner. Crazy. Heat. Balloon. Okay.
Damn! Let's go, baby! Let's go! Ow! Okay, the Zoinator! Puh! Hab ich, gar nicht gelitten, dieses Game. War entspannt zu spielen. Danke. Toll, tolles, tolle Botlane. weiß ich nicht. 0-4 am Anfang, aber hat zum Ende hin doch einen guten Job gemacht, die Caitlyn, oder? War okay. Muss ich nicht flamen. Der Jona abused den most broken Champion in dem Game. Ulte die Luft, aber I mean, er ist trotzdem useful gewesen. Aber ja, ich hab das schon sehr hart gecarried, glaube ich. Well played, buddy. Thanks, man. Damn. What a rough game for the botlane. Der Lee war einfach nur grandios, oder? Ja, der hat schön gespielt. Aber ich muss sagen, ich hatte einen kleinen Mental Breakdown, als ich mir die Botlane anguckt habe. Ich habe die Gott sei Dank direkt gemutet. This trash fucking disgusting. But you won me 9, thank you. Yeah, Lisa and I did a lot. And Yona also did quite a bit, but the champion is pretty good. No hate. I don't think the Yona played very good. But it was still very impactful just because the champion is quite strong. Incomplete pile of shit tag again. What does that mean? Incompetent, I see. Incompetent pile of shit tag again. Are you from the enemy team, I guess? Yeah, I think the Vladimir was very bad in the enemy team. But okay, he laned against me, but still. Usually, even when I dunk him in lane, he usually gets a lot later on, because he's just very useful in teamfights usually, but this guy didn't pop off a single time. Okay, dass es das fresh ist? Ja, maybe. Jetzt sehe ich es. Ah, okay. Ja, sorry, gut. Ich habe nur gesagt, dass wir beiden das sehr schön gecarried haben und der Yone war jetzt nicht so gut, aber er war halt Yone. Yone hat ist immer useful, I guess, und ja. Damit ist Thresh hat mich. Oh. Thresh hat mich ein bisschen getiltet. Die ganze Zeit ist er nur da gewesen, um Letterns zu schmeißen, statt wenigstens zu versuchen, einen Hook mal zu machen, wenn ich da schon Leute einschläfe und so, aber okay. Und dann kommt der Mitte. Und den einen Minion, den er nimmt, ist ein fucking Balloon-Minion. Und dann kriege ich diesen scheiß Spell nicht. Weil soll das mal einführen, dass wenn Supporter diesen Support-Item benutzen auf dem Balloon-Minion, dass ich dann den Spell bekomme. Weil die alle Supporter machen das. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich, weil der Balloon-Minion so anders aussieht, denken die immer, oh, ich muss den jetzt nehmen, der ist bestimmt besonders. What did you think of the enemy botlane? They didn't play well, but they didn't int, so it's like, you know, usual Diamond 1 players. They didn't carry, but they didn't int. They're just like average Diamond 1 players. The Vladimir was below average. Actually, every one of you guys are just pre-average. And the only reason why it was close, I think, was because botlane was turbo inting in the early game. So, therefore, we had a little bit of a struggle early game, but later on, we were able to dominate you quite a bit with the Lee Sin and me. Wie hast du es geschafft, gegen den Vladimir so gut zu lanen? Schau dir das Video an, es kommt auf meinem YouTube-Channel dann. Oder kannst du das Wort angucken, aber ich würde dir empfehlen, einmal unten beim Panel meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und dann denke ich mal, morgen werde ich das Video von diesem Gameplay hochladen, weil es war ein echt gutes Gameplay. Hat Spaß gemacht. Vor allem mein Mental Breakdown war wahrscheinlich ziemlich amüsant, als der Thresh den Blumen hier genommen hat. Uiuiui. Ja, im Wesentlichen ist Midlane eigentlich nur die ganze Map durchgehend im Auge zu behalten, na? Und herauszufinden, wer wann wo eventuell dich
flanken kann und wo du aufpassen musst. Und dann halt richtig zu spacen. Gerade mit Zoe kann man halt dann relativ schön auf Reichweite die Gegner outplayen. Man muss halt genau so weit entfernt bleiben, dass die Gegner nicht auf einen engagen können, dass du sie aber treffen kannst. Das ist halt ziemlich cool bei Zoe. Ist auch ein bisschen wie mit Xerath und so, nur dass Zoe halt ein bisschen geilere Plays machen kann, als nur, oh, ich treffe einen Skillshot, sondern mehr so, ja, Dick Flash, Gale Force, hier noch ein Ignite und da noch ein Ignite und so. Das ist schon, Champion macht schon echt Spaß.